Wie kann eine feste Einschaltdauer mit Tag-Nacht-Unterscheidung realisiert werden? In der Betriebsart Zeitschalterbetrieb wird eine komfortable Lösung für eine definierte Einschaltdauer des Ausgangs mit Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtbetrieb möglich. Die Funktionalität lässt sich anhand eines Beispiels besser erklären. Die Beleuchtung in einem Treppenhaus einer öffentlichen Tiefgarage soll tagsüber nach 10 Minuten Einschaltdauer selbsttätig wieder ausschalten. Dieses Verhalten soll nachts bei weniger Publikumsverkehr aber anders sein. Als erstes wird die Einschaltdauer für den Tagbetrieb in Stunden, Minuten und Sekunden festgelegt. Die Funktion Nachtrickern gibt die mögliche Anzahl der Nachbetätigungen zur Verlängerung der Lichtlaufzeit dar. Dabei wird die bereits abgelaufene Zeit durch erneutes Betätigen, zum Beispiel der Taste oder das Durchlaufen eines Präsenzmelders, erneut mit der eingestellten Zeit verlängert. Siehe auch Kapitel 3.1 Nachtrickern. Um nicht vom Ausschalten überrascht zu werden, steht der Parameter Vorwarnung vor dem Ausschalten mit einigen Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Des Weiteren würde sich die Einschaltdauer bei Freigabe auch über ein zusätzliches Objekt ändern lassen. Um das Sperrverhalten des Zeitschalterbetriebs zu beeinflussen, steht diese Möglichkeit zur Verfügung. Zeitschalter anhalten. Die angestoßene Zeitfunktion werden angehalten und laufen nach Freigeben des Objektes Sperre Zeitschalten an der Stelle weiter, an der sie gestoppt wurden. Zeitschalter zurücksetzen. Angestoßene Zeitfunktionen werden angehalten, nach Freigeben des Kommunikationsobjektes Sperre Zeitschalten wird das Zeitglied zurückgesetzt und erneut gestartet. Zeitschalter deaktivieren, angestoßene Zeitfunktionen werden angehalten, nach Freigeben des Kommunikationsobjektes Sperre Zeitschalten läuft die Zeitfunktion weder weiter noch wird sie neu gestartet. Kein Sperren. Ein Sperren des Zeitschalters ist nicht möglich. Wird das Sperrverhalten parametriert, so erscheint ein neues Kommunikationsobjekt mit dem Namen Sperre Zeitschalten. Da der Tag- und Nachtbetrieb ja unabhängig ist, gibt es nur ein Objekt für die Sperre mit eben unterschiedlicher Wirkung. Auch ändert sich der Name Sperre Zeitschalten in der Objektansicht nicht, wenn Funktionen wie Anhalten, Zurücksetzen oder Deaktivieren ausgewählt wurden. Wie sich das Sperrverhalten bei Setzen und Rücksetzen der Funktionen genau verhält, wird in der Applikationsprogrammbeschreibung anhand einer Grafik noch übersichtlicher erklärt. Dieselben Möglichkeiten und Parameter stehen auch für den Nachtbetrieb zur Verfügung. Dieser kann bei Bedarf ebenfalls freigeschaltet werden.